Also, herzlich willkommen in der Traders Launch, dem Podcast von Tradern für Trader. Mein Name ist Achim Mautz, ich bin der Gründer und Leiter der Trading-Plattform Ratgebergeld.at. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Traden von Korrekturen. Welche Regeln gelten hier und wie passt man seine Strategien auf das aktuelle Marktgeschehen an? Ja, es ist mittlerweile die dritte Folge in unserer Podcast-Reihe. Normalerweise besprechen wir eher mehr immer wieder so allgemeine Themen, die euch weiterhelfen sollen zum Thema Trading, Strategien, Gewinne laufen lassen. Da wird noch viel, viel mehr auf euch zukommen, auch im Laufe des kommenden Jahres. Wir haben viel vor. Es wird definitiv noch eine ganz, ganz lustige Geschichte. Und ich glaube, einmal im Monat zusammensetzen, ein bisschen quatschen und auch hier und da, so wie wir es heute machen, auch einmal an den Markt anpassen, ist auch eine ganz nette Geschichte. Wir haben heute wieder mit dabei Andreas Fink hier auf meiner rechten Seite. Wir haben heute natürlich wieder mit dabei Andreas Wernecker, Mike Seidel und auch Wolfgang Zussner. Brauche ich ja allesamt nicht mehr vorstellen, nachdem ja hier bereits alle Teilnehmer allgemein schon bekannt sind. Ja, wir haben das relativ kurzfristig geplant. Ich habe jetzt auch keine speziellen Fragen vorbereitet. Wir werden auch diese Stunde jetzt einfach mal miteinander diskutieren, auch ein bisschen schauen über Tipps und Tricks, gerade in Richtung des aktuellen Marktes. Und vielleicht auch ganz kurz eine Einleitung dazu. Wir sind ja dieses Jahr, gerade was die Aktienmärkte angeht, eigentlich auch Kryptomärkte angeht, in einer wirklich nachhaltigen Rallye bis dato gewesen. Die Rallye hat gestartet quasi mit der Impfstoff-Rallye im November des vorigen Jahres. Jetzt sind wir wieder an einem Punkt angelangt, wo sehr, sehr viele Aktien relativ heftig korrigiert haben. Die Indizes zeigen es aktuell nicht wirklich. Also die werden noch relativ gut künstlich oben gehalten. Wenn man sich aber so Wachstumsaktien anschaut, wie eine Roku, eine Snowflake, eine Etsy oder wie sie alle heißen, teilweise auch Lithium-Aktien, 30-40% Minus, das ist nicht wirklich ohne. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann man solche Korrekturen von Anfang weg erkennen? Was sind da die Tipps und Tricks? Und wie stellen die Trader, und wir sind ja alle hier so ein bisschen verschieden auch von unseren Trading-Stilen her, wie stellen sich die Trader auch von den Strategien her darauf ein? Ich möchte mal mit Andreas Wernecker beginnen. Der tradet ja hauptsächlich den DAX. Auch der ist ja jetzt in den letzten paar Handelstagen hin und her gegangen wie eine Maus auf E. Was sind so deine Tipps und Tricks, wenn du siehst, oder beginnen wir mal so, wie siehst du überhaupt, ob der DAX jetzt in einer Korrekturphase ist? Wie gehst du da vor? Änderst du deine Strategien, wenn du da dein Daytrading mit dem DAX machst? Und oder gehst du da einfach in Cash? Was ist deine Strategie aktuell? Die Hälfte der Antwort erstmal hallo nochmal von meiner Seite. Wer mich richtig sucht im Internet, Andreas Bernstein, steht auf dem Ausweis. Bernecker ist nur das Pseudonym, aber du darfst das gerne kombinieren. Ich bin ja reiner Daytrader. Insofern interessiert mich die große Marktphase nur zum Start der Analyse, zum Morgen und dann tagsüber eigentlich gar nicht mehr. Ob wir da hochvolatil sind oder nicht, auch das sieht man ja innerhalb des Handelstages. Aber auf welchem Niveau der DAX notiert, ob bei 15.000 oder 10.000, das ist mir für das Daytrading völlig egal. Ich finde es gerade sehr, sehr spannend, wo viele Swing-Trader oder langfristigen Anleger in diesem Jahr sagten, das war das eines der schwierigsten Jahre, die sie erlebt haben, weil im Grunde genommen seit April nichts passiert ist. Also wir bewegen uns in der großen Seitwärtsphase zwischen 15.800, ganz oft berührt, auch mal drüber, neues Allzeithoch, ja. Aber im Groben ist die 15.800 der Deckel und die 15.000 der Boden. Wenn wir an solche Marken ranlaufen, wie zum Beispiel gestern 15.060 im Tief oder Anfang Dezember 15.015 im Tief, dann macht es Sinn, auch im Swing Trading mal die Hände aufzuhalten, dieses Buy-the-Dip vielleicht über mehrere Wochen durchzuziehen. Aber im Grunde genommen wurde die Performance vom DAX in diesem Jahr über 12% übrigens in den ersten 3 Monaten gemacht. Und dann ist nichts mehr passiert. Aber ich habe trotzdem auch in der Zeit Performance gemacht, weil ich mich den kleinen Zeiteinheiten zuwende.
Und wir hatten beispielsweise in der letzten Woche jeden Tag ein Gap, auch nach der FED-Sitzung ein ziemlich großes Gap. Und jedes Gap wurde geschlossen. Also das vom Donnerstag wurde am Freitag dann erst geschlossen, aber sie wurden alle geschlossen. Und jetzt haben wir aktuell noch 3 Gaps aus dem aktuellen Monat zurückliegend auf der Oberseite, ein kleines auf der Unterseite. Und da bin ich auch optimistisch, dass wir das mit der Volatilität auch entweder im Dezember noch oder im Januar dann schließen. Und das sind so die Trigger, wenn wir ins Gap eintauchen, wo ich zum Beispiel sehr hellhörig bin und sehr schnell darauf reagiere. Und da ist das Umfeld, ob jetzt Corona oder nicht, gar nicht so entscheidend. Ja, es ist natürlich auch, wenn man jetzt gerade so in Richtung Daytrading schaut, währenddem quasi Volatilität, ja, der absolute Feind von jedem Swing-Trader und von jedem Positionstrader ist, ist natürlich Volatilität genau das, was ein Daytrader sucht. Ja. Und da sind wir quasi auch schon so beim ersten Basisstück des Ganzen. Wenn man eben sieht, dass eine Marktkorrektur beginnt, ja, dann haben wir eigentlich de facto immer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eines, wir kriegen eine hohe Volatilität. Ja. Und wir kriegen also nicht mehr so wie in einen Trend, der sich stetig nach oben bewegt, Gaps in die Richtung des Trends, sondern wir kriegen gerade in dieser Marktphase sehr, sehr viele unterschiedliche Gaps. Ja. Also mal Gaps nach oben, mal Gaps nach unten. Mal glaubt man, der Markt steigt, so wie vorige Woche am Donnerstag oder Mittwoch war es nach der FED-Sitzung. Ja. Denkt man sich, okay, all in, am nächsten Tag wird der Markt wieder komplett vernichtet. Also absolut tödlich momentan für Themenbereich Swing Trading, Positionstrading, aber eben sehr vorteilhaft für das Thema Daytrading. Mike, du bist ja auch eher mehr auf der Swing-Trading-Seite. Änderst du in dieser Phase deine Taktiken? Lass du überhaupt die Hände vom Swing-Trading? Gehst du auch ein bisschen über ins Daytrading? Wie gehst du in Marktkorrekturen vor? Also zunächst mal Thema Marktkorrekturen, die fangen ja irgendwo an. Und der Andreas und auch du, ihr beide habt auch schon gesagt, das Jahr per se an sich war, sag ich mal, kein leichtes Thema, wo stehen die Indizes, wo stehen viele Einzelaktien. Ich handle ja sehr viel am US-Markt. Wenn man sich da mal anschaut, wie viele Aktien unter dem 50er und unter dem 200er gleitenden Durchschnitt stehen und dann mal schaut, wo die Indizes stehen, dann wird die Tragweite dessen schon bewusst. Und in einem solchen Marktumfeld passe ich meine Trading-Strategie an. Also von der Art und Weise, wie ich arbeite, ist das immer noch genau das Gleiche. Das heißt, ich habe meine klassische Handelssignallage, die ich brauche, damit ich in einen Trade reingehe, aber auch damit ich wieder rauskomme. Und dann passe ich mich schon an. Und zwar, was der Andreas vorhin gesagt hat, dass der sich erfreut über Volatilität für seine kurzfristigen Trades. Das sind auch Dinge, da bin ich nicht böse drüber, weil meine Handelsstrategien für die Ein- und Ausstiege, die haben auch in diesem Jahr wieder dafür gesorgt, dass ich häufig sehr tief eingestiegen bin und genauso häufig relativ weit oben ausgestoppt worden bin durch meine Umkehrsignale, durch die Verkaufssignale. Und die Sache, wo ich mich jetzt entsprechend anpasse in meinem Swing Trading, ist die, dass ich in vielen Situationen nicht mehr auf die großen Trends schaue, das heißt auf den Tageschart, sondern dass ich hier zum Beispiel, so wie wir jetzt die Situation im S&P 500 haben, da habe ich vorhin gerade noch eine Kauforder reingelegt mit einem Stopp über dem aktuellen Tageshoch, dass ich dort schaue, wo haben mich denn die starken Kursrutsche hingebracht und gibt es dort möglicherweise nach einer Übertreibung nach unten oder nach einem starken Vola-Move zur Unterseite rein sozusagen, bekomme ich dort eine Chance, früh genug in den Markt reinzukommen. Und da passe ich mich schon an, dass ich mir dort nicht mehr den Tag als Richtungsgeber nutze, sondern dass ich mir in solchen Situationen die Stunde als Richtungsgeber nutze und dort versuche, frühzeitig reinzukommen, aber natürlich auch gleich zu wissen, ich handle jetzt noch nicht mit einem Trend auf Tagesbasis oder teilweise sogar gegen einen Trend auf Tagesbasis. Das heißt, da bin ich auch mit der Gewinnmitnahme viel, viel knapper dran und ziehe die Stops auch viel extremer nach. Das ist die Art und Weise, wie ich das in dem jetzigen Marktfeld sozusagen anpasse.
Genau das Gleiche, was wir eben auch auf Ratgeber Geld machen. Ja, also wir wissen, okay, Swing Trading funktioniert einfach momentan nicht. Das heißt, es kann kein Mensch da draußen sagen, wo der Markt in 3 bis 5 Tagen steht. Ja. Also in der normalen Trendphase kann man das von den Zielen her, von den Parametern her, die wir haben, relativ easy sagen. Ja. Aber jeder, der jetzt aktuell eine Aussage macht, wo steht der Markt in 3 bis 5 Tagen, ist absolut Nonsens, geht einfach nicht. Ne. Und was wir zum Beispiel auch, also was wir jetzt den Zuschauern und Zuhörern schon mal mitgeben können, ist Punkt Nummer A, man muss seine Strategien entweder ändern, beziehungsweise Punkt Nummer B, man kann einfach nicht mehr das machen, was man üblicherweise macht. Ja? Sprich Tagescharts, Trendtrading etc. Mike hat schon richtig gesagt, er geht in dieser Phase auch jetzt schon in Richtung kürzere Timeframes. Genau das Gleiche mache ich selber auch. Also ich stelle zum Beispiel mein Trading danach auf kürzere Timeframes um, versuche dann aber nicht mehr, das ist der Tipp, den ich euch jetzt mal mitgeben kann, in Richtung Einzelaktien zu traden, sondern ich trade in dieser Phase nur noch die Indizes. Ja, etwas, was ich normalerweise, also wenn der Markt einen schönen Trend hat, eigentlich gar nicht mache. Da versuche ich wirklich Outperformer zu traden. Aber in einem Markt so wie jetzt ist alles entscheidend einfach nur, wo geht der S&P hin, wo gehen die Qs hin, wo geht der Russell hin. Und dann kann man zum Beispiel auch eher mehr in Richtung Gegentrend-Trading auch gehen. Ja, wir kriegen hier starke Spikes nach oben, starke Spikes nach unten. Gestern haben wir auch einen Livestream gehabt, wo ich um 17 Uhr am Abend gesagt habe, bevor es dazu gekommen ist, wir werden höchstwahrscheinlich einen Fehlausbruch im Nasdaq nach unten bekommen. Genau das war dann auch das Signal, das war mein Long-Signal, um gestern 30% in meinem Portfolio long zu gehen. Aber da bin ich auch ganz, ganz bei dir, Mike. Die Stops sind viel enger, die Gewinnmitnahmen sind auch wesentlich schneller. Ja? Und das ist dann höchstwahrscheinlich jetzt für mich auch nur so ein oder zwei Tagestrade, ja, den ich dann machen werde. Aber man muss definitiv seine Strategien hier ändern. Andreas Fink, du tradest ja eher mehr im Bereich Rohstoffe, Futures etc. Ach, ich trade die ganze Bandbreite, also von Rohstoffen über Indizes, Futures, Währungen, Devisen, wo sich eben Chancen ergeben. Was ich immer meinen Coaches auch in der Ausbildung mitgebe, ist erstmal, was viele übersehen am Anfang, weil die einfach den Fokus haben, Strategien her damit, wie kann ich in den Markt einsteigen, wo kann ich wieder aussteigen. Aber was viele vergessen, ist einfach erstmal einen Blick für den Markt zu bekommen. Also wann ist überhaupt eine Korrektur? Wann befinden wir uns in der Distribution, in der Akkumulation? Was sind diese großen übergeordneten Marktphasen? Um dann eben herzugehen, wenn ich die Fähigkeit habe, das richtig einzuschätzen und richtig zu sehen, und dann mein Werkzeugkoffer aufzumachen und zu gucken, okay, welche Strategie habe ich denn im Werkzeugkasten, die da entsprechend funktioniert. Also wenn ich jetzt in der Seitwärtsphase bin, in der möglichen Distribution, wie jetzt in den Aktienmärkten oder wie jetzt auch übergeordnet in Silber beispielsweise, dass ich dann entsprechend hergehe und sage, okay, ich habe meine Strategien, die sind da geprüft, die funktionieren, die wende ich dann einfach an. Sicherlich, wenn wir in Korrekturphasen sind oder auch gerade in Seitwärtsphasen, was ich da vor allen Dingen mache und was ich auch mitgebe jetzt hier an dieser Stelle, ich habe dann keine Extended Targets mehr, also keine Targets, Gewinnziele, die über die letzten Verlaufshoch hinweggehen, sondern klar, die Gewinnziele werden näher herangezogen und weil das dann einfach auch der Seitwärtsphase geschuldet ist oder der Distributionsphase, ja, dass das dann auch dort viel besser funktioniert. Aber erstmal, das ist das, was ich mitgeben möchte, einfach die Fähigkeit erwerben, eben klar einschätzen zu können, in welcher Marktphase sind wir denn gerade. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich dann auch die entsprechende Strategie anwenden kann, die da funktioniert. Thema Distribution oder Distribution möchte ich vielleicht auch ganz, ganz kurz aufgreifen. Bevor ich dann zum Wolfgang komme. Es gibt sehr interessant, auch William O'Neill hat das gemacht, statistische Erhebungen, wann Korrekturen im Markt beginnen. Ja. Und man sieht es auch jetzt bereits, ich habe jetzt neben mir auch einen Chart vom S&P 500 offen, den wir jetzt hier, nachdem sie am Podcast dann auch aufgezeichnet wird, im Audioformat jetzt nicht zeigen werden. Aber wir hatten bereits im Zeitrahmen Mitte November im S&P 500 Index, das kann sich jeder auch selber anschauen, insgesamt 3 große Distribution Days, ja, bevor der Markt wirklich begonnen hat, nach unten zu knicken. Also Erklärung dazu, was ist ein Distribution Day? Ein Distribution Day ist ein Tag, wo der Markt
überdurchschnittlich hohes Volumen hat und A, mehr als 0,2% an Wert verliert. Das ist ein sogenannter Distribution Day. Ein Distribution Day kann aber auch ein Tag sein, wo wir überdurchschnittlich hohes Volumen haben und eben kein neues Hoch generieren. Das ist ebenfalls ein Distribution Day. Das heißt, wir haben extrem viel Volumen, kriegen aber keine neuen Hochs zusammen. Und das zeigt uns auch, dass also hier institutionelle Investoren beginnen zu verkaufen. Ansonsten hätten wir ja kein hohes Volumen. Der dritte Teilbereich, in dem man auch sehr schön schauen kann, und da gebe ich euch ganz genau auch den Tag mit, das war der 22. November in diesem Jahr. Das war ein massiver Distribution Day. Warum? Wir hatten ein neues Allzeithoch, der Markt ist sehr stark gestiegen, um am gleichen Tag mit überdurchschnittlichem Volumen am Tagestief zu schließen. Ja? Das heißt, das ist auch schon einmal so ein Trick, den ich jedem wirklich weitergeben kann. Beobachtet es vor allem dann, wenn der Markt schon in einer langen Steigphase sich befunden hat. Wenn ihr da mehr als 2, 3 oder 4 solcher extrem starken Volumenstage bekommt, solche sogenannten Distribution Days, ist einfach die Wahrscheinlichkeit auf eine Marktkorrektur in naher Zukunft sehr, sehr hoch. Ja, das sind so einfach so ein paar Tipps und Tricks, die man hier sehr gut verwenden kann. Mike, du wirst was dazu sagen. Genau, Achim, das ist ein sehr, sehr schöner Hinweis. Den möchte ich gerne noch mal ein kleines Stückchen ausbauen, weil das genau etwas ist, da schaue ich auch extrem hin, was das Thema auch Marktumkehr angeht. Und für die Zuschauer oder besser gesagt für die Zuhörerinnen und Zuhörer bei dem Podcast, geht einfach mal auf die Seite von Finnwitz zum Beispiel. Nehmt euch bei den Futures den S&P 500 und schaut euch mal ganz genau den Zeitrahmen so ab der zweiten Novemberwoche an. Da seht ihr, wenn ihr euch den Chart anschaut, oben am Hoch, am Allzeithoch, Kerzen, die kaum Bewegung zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs haben. Und wenn ihr dann mal unten hinschaut zum Volumen, das sind Tage dort oben am Top, da ist durchschnittliches bis ansteigendes Handelsvolumen drinnen. Und das sind die Zeichen dafür, dass das Handelsvolumen, wenn das zunimmt und wir aber Tage haben, an denen kaum Bewegung zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs herrscht, dass dort sehr viel Volumen umgeht. Aber wenn sich bei sehr viel Volumen was umgeht, die Preise kaum bewegen, dann ist das sehr, sehr häufig ein Anzeichen dafür, dass dort abgeladen wird. Das heißt, dass dort die institutionellen Investoren anfangen zu verkaufen und der Rest, ich sage mal so die Lemminge, zum Schluss noch kaufen. Und dann kam die eine Kerze, die der Achim gesagt hat. Und schaut euch auch genau diese Kerze an. Die hat ein neues Tageshoch gemacht. Das war auch das Allzeithoch und direkt danach wurde abverkauft und die hat die vorherliegenden Tagestiefs allesamt unterschritten und das bei hohem Volumen. Und das war der Anfang von der starken Abwärtssequenz und daraus könnt ihr unheimlich viel lernen, die Hochs in Zukunft zu erkennen und zu erkennen, wann es Zeit wird, ein bisschen in Deckung zu gehen, beziehungsweise die, die sehr, sehr aktiv traden wollen, dann sozusagen die Short-Seite zu kehren. Und wenn ihr das euch anschaut, nach diesem 21., dann seht ihr auch häufiger Kerzen, die ziemlich weit nach unten ausgeschlagen haben. Und da ist eine Marktumkehr sehr, sehr deutlich erkennbar gewesen. Mhm. Also jetzt habt ihr im Endeffekt auch schon einige Tricks jetzt von den Profis hier und wir schauen allesamt auf das Gleiche, ne? Und ihr seht, dass das Ganze hat auch was für sich und das sind natürlich schon sehr, sehr schöne Geschichten, wo man einfach, und das ist ja das Schöne, das Volumen, das tatsächlich gehandelte Volumen, das lügt einfach nicht. Ja. Ich sehe jetzt gerade auch so Fragen im Chat, so in Richtung, ob viele von euch vielleicht auch Orderbücher und so weiter verwenden. Also ich persönlich kann vielleicht nur ganz kurz die Antwort darauf geben. Ich mache das eigentlich nur selber, gebe dann die Frage dann auch gerne an jeden Einzelnen weiter. Wenn ich Breakout trade, da schaue ich ganz gerne, wie sich das Bid und Ask verschiebt. Ja. Aber ansonsten mache ich mit den Orderbüchern so gut wie gar nichts mehr, weil man kann sehr, sehr viele Orders verstecken, man kann Orders aufblasen, man kann sehr viel manipulieren. Früher hat das Level 2 meines Erachtens sehr gut funktioniert. Mittlerweile für mich ist es nur brauchbar, indem ich ein bisschen bei Breakouts darauf achte und not nicht wirklich mehr. Wolfgang, du bist ja auch Trader und du hast ja auch zusammen mit mir ja auch in Richtung Trader Akademie schon gearbeitet. Wir haben ja auch unsere Tipps und Tricks zusätzlich in Richtung, wie erkennt man, ich würde mal sagen, Marktkorrekturen beziehungsweise
Du kennst ja vielleicht ja auch meine Ampel, die du vielleicht auch ja selber verwendest. Gibt es für dich da auch so Indikatoren, die du verwendest, wo du sagst, okay, wenn das und das unterschritten wird oder wenn dieses oder jenes im Trading passiert, da sollte man, also neben diesen Distribution Days, die wir jetzt ja gehört haben, da sollte man wirklich Obacht geben und da muss man aufpassen. Verwendest du da was? Ja, die gleitenden Durchschnitte natürlich. Das heißt, wenn wir zum Beispiel unter einen gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Tage gehen, wird es im Markt meistens für unsere Swing-Trading-Strategien schwieriger. Unter dem 50er dann sowieso. Was man aber vielleicht zusätzlich jemand an die Hand geben kann, ich schaue mir genauso den VIX an oder den VDAX New. Ja. Und auch dort, wir haben die Spitzen, ich glaube, es war Anfang Dezember gehabt. Und da ist definitiv auch ersichtlich, das große Geld sichert sie ab. Das große Geld verlässt möglicherweise den Markt, positioniert sie um. Was wir auch gesehen haben, wir haben immer wieder durch das, dass wir europäische Aktien auch im Fokus haben, ist vielleicht nicht jedem aufgefallen, der Schweizer Aktienmarkt hat letzte Woche ein neues All-Time-High gemacht. Das große Geld geht definitiv in Deckung, am amerikanischen Markt genauso sichtbar in den Konsumtiteln. Auch das sind Hinweise, wohin verschiebt sie das und passt es dann noch zu meinen Strategien, denn gerade Wachstumstitel werden geprügelt und das Geld geht aber in andere Titel rein. Oder, so wie es der Andreas Finker gehabt hat, wir haben über Rohstoffe gesprochen, es gibt auch sehr viele saisonale Rohstoffstrategien, die gerade jetzt beginnen, ein sehr positives Zeitfenster zu haben. Zwei davon ist zum Beispiel Platin und Palladium. Auch diese kann man sich anschauen, die sind für die nächsten Wochen und Monate möglicherweise aus der historischen Saisonalität heraus vielversprechend. Also auch so, solche Dinge kann man sich dann anschauen im Trading. Gehe in Cash, gehe in Daytrading, mache kürzere Strategien oder schaue mir andere Märkte an. Übrigens auch, weil du gerade bei den Rohstoffen bist, auch so ein kleiner Tipp, schreibt euch das einfach mal auf. Da gibt es auch so statistische Untersuchungen, der Monat September bei Goldaktien. Ja. Ich glaube, wenn man in den letzten 10 Jahren Goldaktien von Anfang September bis Ende September geschortet hat, hat man damit, glaube ich, einen Profit von mehr als 30% gemacht. Ich habe das zum ersten Mal im Sommer gehört. Wolfgang arbeitet ja viel in Richtung auch Saisonalitäten und auch dieses Jahr hat das super perfekt geklappt. Also sind die Goldaktien wirklich genau im Monat September schön unter Druck gekommen. Also sind auch so schöne Geschichten, mit denen man arbeiten kann. Ja, richtig. Achim, kurz zur Ergänzung, vielleicht interessant für jemanden, der sich Gold anschaut. Wir haben das auch in unserem Alpha-Trader, im Alpha-Chat gehabt. Das positive Zeitfenster würde jetzt wieder genau jetzt beginnen und voraussichtlich aus der Historie bis Ende Februar oder so auch sehr positiv mit einem durchschnittlichen Return von 5-6% oder so. Auch sich jetzt gerade öffnen, Trefferquote relativ hoch, ich glaube bei 80%. Interessant vielleicht, wenn man sich da überlegt, dass man sich ein entsprechendes Derivat mit ein bisschen am Hebel heraussucht, dann macht die Performance auch wirklich Sinn. Danke für den Tipp, habe ich saisonal auch nicht gewusst. Ja, also ich mache ja hier und da ein bisschen was in Richtung Rohstoffe, aber ansonsten recht wenig. Wo ich auch bei dir ein bisschen anknüpfen möchte, lieber Wolfgang, weil wir auch so quasi auch die gleichen Rules haben. Also das Erste, was man quasi de facto wirklich in Richtung Anfang von Korrekturen immer wieder sieht, haben wir jetzt schon gehört, ist das Thema Distribution Days. Das Zweite, was ich persönlich einfach fix in meinen Tradingplan habe und ich muss selber, und ich habe einige auf die Hände dafür bekommen jetzt in den letzten 2-3 Wochen, weil ich mich nicht an meinen eigenen Tradingplan gehalten habe, und dementsprechend auch das bekommen, was ich verdiene, wenn ich mich nicht an meinen Tradingplan halte, nämlich Verluste. Ja, das ist nun mal so. Und in meinem Tradingplan verankert ist normalerweise das Thema EMA 20, ganz genauso wie du das auch machst. Wie gehe ich damit um? EMA 20 ist für mich einfach ein Indikator, wo ich sage, solange der S&P 500 Index als auch die Nasdaq konstant sich im Tageschart über den EMA 20 befindet, ist für mich die Ampel für Swing Trading grün. Ganz einfach. Ja. Es bedeutet nicht, wenn wir jetzt einen Schlusskurs unter den EMA 20 bekommen,
dass ich dann total bearish werde oder dass ich jetzt sofort beginne, die Märkte zu shorten wie ein Wahnsinniger. Nein, das bedeutet nur, die Ampel ist auf Rot und ich darf nicht über die Kreuzung fahren. Ja? Und wenn man das jetzt mit einer Kreuzung vergleicht, natürlich kann man auch versuchen, bei Rot über die Ampel zu fahren. Das funktioniert vielleicht in dem einen oder anderen Fall. Aber tendenziell wird es eher dazu führen, dass man eben Unfälle baut. Und das ist eine ganz, ganz einfache Regel. Vielleicht will das auch der ein oder andere in seine eigene Kiste mit aufnehmen, seine Trading-Strategie mit aufnehmen. Ich bin damit in der Vergangenheit extrem gut gefahren. Und auch wenn man sich den Beginn der Impfstoff-Rallye anschaut, die Mini-Korrekturen, die nur ein, zwei Tage gedauert haben, da war für mich die Ampel lediglich zwei Tage lang auf Rot. Aber zum Beispiel die letzte Korrektur, September, Oktober, da war die Ampel für mich 4 Wochen auf Rot. Da war ich tendenziell fast nur in Cash und sind dann auch zum richtigen Zeitpunkt dann wieder in den Markt hineingegangen. Ja. Das heißt, das Thema Kapital schützen, ja, zum richtigen Zeitpunkt ist auch ein sehr, sehr wichtiges. Und da gebe ich gleich jetzt einmal weiter an Andreas. Ich gehe mal davon aus, dass man Daytrading wird sich für dich wahrscheinlich nicht viel ändern. Das ist natürlich völlig klar, dass der Markt auch tendenziell komplett egal. Aber wenn du dann auch selber mal so in Richtung deiner, wirst sicherlich auch Swing Trades machen und ein paar Positionstrades dort und da. Ich gehe ja mal mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass du auch da in einer Marktphase wie dieser eher mehr die Finger davon lässt oder zumindest überwiegend hier in Richtung Cash gehst und weniger machst, oder? Naja, bei den Aktien ist es so, also ich trade auch Aktien im Swing Trading und da muss man sagen, während der DAX als Beispiel oder auch DAX ist ein Beispiel für einen Seitwärtsmarkt über viele Monate, nehmen wir den Nasdaq, der sehr stark nach oben gelaufen ist. Das ist ja nur das Abbild von einem ganzen Korb, der Nasdaq 100 Werte, aber da gibt es eine Handvoll Werte, die mehr als Drittel reflektieren von dem ganzen Index und wenn die anziehen, wenn die laufen, dann steigt der ganze Index und du hattest vorhin schon gesagt, einige Highflyer, so eine Roku und so weiter, die sind extrem unter die Räder gekommen, wenn man sich eine Beyond Meat anschaut, wenn man sich eine Zoom Video Communications anschaut und da fallen mir noch ganz viele andere Beispiele ein, die letztes Jahr in der Corona-Zeit extrem gehypt waren, die sind regelrecht zusammengefaltet worden, die haben 70-80% verloren von ihren Tops, eine Plug Power und, was es nicht alles gab. Heute redet auch keiner mehr über Cannabis-Aktien. Vor 2 Jahren war das ein totaler Hype als Beispiel. Aber trotzdem geht der Index nach oben. Warum? Weil eben eine Apple, eine Microsoft, eine Nvidia solche relativ linearen Verläufe haben und die dann mit ihrem Gewicht im Index den Index nach oben ziehen. Und beides unter dem Deckmantel des Index gibt dann wiederum in den Einzelaktien sehr, sehr schöne Trends. Also die Abwärtstrends bei den ehemaligen Lieblingen und die Aufwärtstrends bei den noch Lieblingen. Wer weiß, ob vielleicht erreicht Apple die 3-Billionen-Marke und danach wird der Schalter umgelegt, weil beispielsweise Nokia wieder ein neues Smartphone baut, was alles in den Schatten stellt. Nur Beispiel, ich orakel mal. Und dann will keiner mehr die Apple haben, ja. Kann ja alles sein. Oder die verspekulieren sich mit dem Apple Car, weil das einfach zu teuer ist und sie kommen nie an Tesla ran. Es wird ein totaler Flop. Alles kann sein. Und dann ändert sich das Ganze wieder. Also soll heißen, ich habe schon auch Trends bei Einzelaktien, die ich fahre. Eine Daimler ist zum Beispiel ein super Investment gewesen. Auf der anderen Seite hast du auch Aktien, die neue Tiefs markieren, die sozusagen technisch zum Abschuss freigegeben werden, immer mit weiteren Tiefs. Also da heißt es nicht, nur weil ein Tief kommt, ein Jahrestief, hält die Aktie an. Zum Beispiel eine TeamViewer, die ist extrem unter die Räder gekommen und kommt immer noch unter die Räder. Und gerade zum Jahresende, zum Window-Dressing hin, werden ja die schwachen Werte aus den Depots rausgestrichen. Eine Robot zum Beispiel wird weiterhin verkauft. Die Beyond Meat hatte ich schon erwähnt. Auch eine Twitter ist unter Druck. Also das sind alles Aktien, die einem Trend folgen. Und der Trend ist da eben abwärtsgerichtet. Entweder wartet man drauf, dass ein Trend bricht bei einer Aktie, die aufwärtsgerichtet ist, oder man ist dann eben in dem Trend in der Korrektur bereit, auch mal die tieferen Kosten zu kaufen, solange der Trend intakt ist. Ein aktuelles Beispiel, was ich hier mit nennen möchte, ist zum Beispiel die Tesla. Die hat das Gap geschlossen um die 910 US-Dollar und bei 900 war ja das ehemalige Allzeithoch, was wir im April gesehen haben. Und jetzt toucht sie genau auf diese Schwelle auf, was auch früher eine Aufwärts
Trendlinie war, eine obere Trendkanalbegrenzung. Im Tageschart kann man sehr schön sehen, das ganze Bild. Und da stellt sich die Frage, bei 900 kommt jetzt wieder der Aufwärtstrend. Das ist nämlich genau 30% vom Hoch korrigiert. Und das ist immer diese Schwelle, ob eine Aktie in den Bärenmarkt übergeht oder nicht bei diesen 30%. Für Plug Power und so weiter ist es schon beantwortet. Die sind extrem im Bärenmarkt, schon seit mehreren Monaten. Aber wenn jetzt die Großen, wie zum Beispiel eine Tesla, in den Bärenmarkt übergehen würden, dann würde auch der Gesamtindex kippen. Und dann haben wir wieder ein Bild, wo alle Aktien erst einmal vermeintlich gleich laufen, aber wo sich dann die Anleger, die ja ihr Geld auch irgendwo investieren wollen, neue Underlyings suchen. Und vielleicht kommen dann auch wieder solche Werte ins Spiel, die eben jetzt nicht gut gelaufen sind, auch aus dem DAX. Keiner denkt an eine Fresenius, Fresenius Medical Care oder an die Konsumgüterhersteller. Da denkt auch gerade niemand dran, an eine Henkel zum Beispiel. Und vielleicht ist das was, was in der nächsten Welle am Aktienmarkt dann wieder mehr berücksichtigt wird. Und sowas findet man immer. Stimmt auf alle Fälle, ja. Übrigens, wenn wir gerade auch so von Führungsaktien sprechen, da gebe ich die Frage dann an den Mike gerne weiter. Etwas, was ich zum Beispiel auch in Richtung, jetzt haben wir ein bisschen gesprochen über, wie beginnen Korrekturen. Ja, jetzt wollen wir uns auch ein bisschen so mit dem Thema beschäftigen. Wie erkennt man, dass Korrekturen beendet werden? Ja, ist natürlich auch immer so ein heikles Thema. Ab wann kann man quasi wieder Vollgas geben? Etwas, was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne da benutze, ich habe quasi so eine Leaderliste. Ja, und was einfach, und da Andreas hat sie auch schon vorweggenommen, die Führungsaktien machen die Indizes. Das ist nun mal so. Ja. Und was wir eben gerade auch am Beginn von Ende der Korrektur sehen, sind sogenannte Decoupling Days. Das heißt, das sind eben so Tage, wo die Indizes ja vielleicht ein bisschen was machen, vielleicht sogar ein leichtes Minus machen oder plus minus null machen, aber dann trotzdem eben schon die Führungsaktien. Also ich würde sagen, Führungsaktien sind momentan definitiv eine Apple nach wie vor, eine Alphabet nach wie vor, eine Microsoft nach wie vor, eine AMD, eine Nvidia, falls ich es nicht schon erwähnt habe. Sprich, alles Aktien, die weiterhin relative Stärke zeigen, die jetzt, wie es Andreas auch richtig gesagt hat, nicht so stark gefallen sind. Das heißt, ich würde sagen 10-20% vielleicht. Aber eines ist einmal für mich relativ klar, wenn der Markt jetzt wieder beginnt, von unten nach oben zu gehen, dann wird nicht Plug Power den Markt anführen, auch nicht eine Roku den Markt anführen. Die sind momentan nicht die Leader. Ja, das heißt, wenn, dann müssen die Leader den Markt anführen. Und dann haben wir auch gute Chancen, aus der Korrektur rauszukommen. Und da ist, wie gesagt, meine Frage an Mike: Schaust du da auch auf die Leader? Schaust du primär nur auf die Indizes? Wie gehst du da vor, wenn du sagst, okay, wie findest du das Ende einer möglichen Korrektur? In ähnlicher Weise wie das, was du gerade erzählt hast. Generell allerdings gibt es bei mir eine Sache, die habe ich schon mitbekommen über die ganzen Jahre. Und da bin ich nicht der Einzige, der das mitbekommen hat. Es gibt so eine Über-den-Daumen-Regel, die da sagt, dass die Top-Peaks einer vergangenen Aktienphase eher selten die Top-Peaks der nächsten Aktienphase sein werden. Das trifft nicht immer zu 100% zu, aber es trifft wirklich sehr, sehr häufig den Nagel auf den Kopf. Und die Sache, wie ich die Suche nach neuen Kandidaten angehe, wenn wir aus einer Bärenmarktphase oder nach einer starken Abwärtsphase in eine neue Aufwärtsphase gehen, ich kehre da einfach mal die Treppe ab, indem ich die Branchenindizes scanne. Das mache ich zum Beispiel auch über Finwitz, wer das mag. Also ich habe das für mich implementiert in die Handelssoftware, mit der ich arbeite, mit dem Agena Trade, aber für all diejenigen, die das quasi ungebunden einer Software machen wollen, schaut einfach mal auf Finwitz und schaut euch dort mal die Branchenscanner an. Also die nicht nur die 7 Hauptbranchen, die es dort gibt, 7 an der Zahl sind es, glaube ich, sondern ich schaue da gerne auch noch ein Stückchen tiefer in die Einzelbranchen unten rein. Also das sind die sogenannten Sektoren. Das kann man auf Finwitz sehr, sehr schön suchen. Und dort schaue ich mir dann an, wenn wir so starke Abwärtsphasen haben, sortiere ich mir diese Sektoren nach den Quartalen, also nach der Woche, dem Monat und dem halben Jahr. Und wenn wir dort nach starken Abwärtstagen in die Liste schauen, da kristallisiert sich häufig der ein oder andere Sektor raus, wo wir grüne Zahlen sehen.
Und da werde ich dann hellhörig, weil das sind ganz, ganz oft die Kandidaten, wo man dann aus diesen kleinsten Sektoren sozusagen sieht, wo fließt jetzt Geld rein. Und dort schaue ich dann in die Sektoren rein, die dort grün aufblitzen, während andere noch dunkelrot sind, und schaue, wer dort entsprechend nach oben zieht. Und da ist das, was du gerade gesagt hast, Achim, oft der Fall, dass du dort in diesen Sektoren ein, zwei Unternehmen hast, die den ganzen Sektor nach oben ziehen. Und das sind meist die Marktführer. Und wenn wir da die Indizes noch tief unter Wasser haben und dort die ersten Werte schon anfangen nach oben zu ziehen, da schaue ich dann genau hin und dort suche ich dann nach meinen Umkehrmustern, nach einer flachen Base oder nach einer neuen Trendbildung, nach starken Abgaben oder nach einer Tasse mit Hängelformation, je nachdem, was uns dort gezeigt wird. Und das sind für mich die Kandidaten und da gehe ich dann wirklich auf die Suche. Das dauert ein bisschen Zeit, da ist nicht so viel automatisiert, aber da macht es dann tatsächlich Sinn, die Zeit aufzuwenden, weil in meinem Swing Trading, wenn die Märkte short sind, trade ich kaum. Das heißt, da habe ich relativ wenig zu tun, dadurch ein bisschen mehr Zeit, um sozusagen durch hohes Cash auch auf die Suche zu gehen nach guten Werten. Und so finde ich dann meine interessanten Werte und dann lege ich einfach Kauforders im Markt. Und wenn der Markt dann weiter nach oben geht, bin ich zunächst erstmal von einem sehr, sehr tiefen Level mit dabei. Was man vielleicht, wenn ich mich mal kurz einklingen darf, da auch immer wieder im Hinterkopf behalten darf oder muss, ist, dass man ab bestimmten Korrekturlevels vielleicht nicht mehr versuchen sollte, die Umkehr zu finden. Also wenn ich an solche Aktien wie, wir hatten ja Plug Power zum Beispiel genannt, wenn die mehr als 60, 70 oder 80% gefallen sind, dann irgendwie jeden Rücksetzer als eine vermeintliche Umkehrformation zu interpretieren. Das ist einfach nur noch so ein, ich überspitze ist mal Dead Cat Bounce, ja, oder so ein Ball, der die Treppe runter, der rollt ja auch nicht die Treppe runter, der hüpft ja auch und bleibt am Ende liegen. Ja, und um sowas zu vermeiden im Depot, dass man sich zu oft blutige Finger holt, sollte man sich so einen, entweder einen Indikator oder eine Schwelle setzen oder zum Beispiel die Retracements, die gehen ganz gut. Wenn es unter das 61,8er Retracement fällt, dann ist es sehr, sehr selten, dass eine Aktie dann komplett diesen Verlust wieder aufholt. Die müsste sich ja dann mehr als verdoppeln, damit sie wieder dort steht, wo sie mal stand. Also für mich immer diese goldene Regel, so 30% vom Top. Bis dahin ist alles noch eine Korrektur in einem möglicherweise intakten Aufwärtstrend. Das sieht man ja an Trendlinien. Und alles, was darunter ist, wird dann schon ein bisschen gefährlicher. Und unter 61,8% unter diesem Retracement, dann ist es nur noch eine Gegenbewegung, wenn es nach oben geht. Aber der große Trend ist einfach abwärts gerichtet. Ja. Was man ja auch bei den Aktien sieht, die so in diese Range zwischen 10% und 30% Korrektur hineinfallen, ist, dass die vielleicht hier und da kurzfristig einmal unter den 50-Tage-Durchschnitt gehen. Das ist ja auch so für mich ein Indikator, weil ich sage, jeden Trading-Schüler, der auch bei mir mal beginnt, sage ich einmal, okay, die oberste Regel, das muss einfach sein, hast du eine Aktie unter einem stetig fallenden 50-Tage-Durchschnitt, hey, das ist nicht einmal ein Blick wert, das Ding. Ja. Was wir aber sehr häufig sehen, ist, gerade bei diesen Korrekturen bis 30%, dass dann eben kurzfristig so auch wie eine Tesla, die haben wir vorgestern auch als Outside-Reversal auf der Long-Seite getradet, hat gut funktioniert. Wenn die mal kurzfristig unter den 50er gehen und dann wieder über den 50er drüber, also nicht permanent drunter bleiben, können das eben auch sehr, sehr schöne Bounce-Plays und Remount-Plays sein. Also die Rückeroberung des 50-Tage-Durchschnitts ist mitunter auch eine sehr, sehr schöne Strategie, die man in solchen Phasen eben auch ganz gut verwenden kann. Andreas Fink, was mich bei dir auch interessieren würde, etwas, was ich persönlich, also ich trade ja hier und da Währungen eher selten, aber was ich sehr, sehr oft merke, weil wir haben es ja jetzt ja auch schon gehört bei den Aktien, das ganze Thema Börse ist ja eher nur eine Rotation von einer Branche in die nächste. Ja? Das heißt, immer wird das Geld irgendwo abgezogen und dann geht es einfach woanders hin. Man muss eben nur schauen, wohin. Wir hatten auch vorige Woche, ich mache ja auch meine Scans, die Drug Manufacturer auf der Gewinnerseite. Wir hatten eine Eli Lilly, eine GlaxoSmithKline, eine Pfizer. Schaut euch diese Aktien an. Also da gibt es keine Marktkorrektur. Also das Geld ist einfach dort reingegangen und ist aus vielen, vielen Growth-Sektoren eben rausgegangen. Was wir aber auch am Gesamtmarkt sehen, ist diese Rotation raus aus Aktien und rein in andere Asset-Klassen, also wirklich raus aus dem Aktienmarkt. Was wir normalerweise eben sehen, ist, dass das Geld sehr gerne in den Bond-Bereich hineingeht. Ja, ist halt momentan aufgrund der Zinsen nicht ganz so stark gefragt. Was ich aber auch immer wieder sehe, und da würde es mich interessieren, Andi, ob du das auch verwendest, gerade in Marktkorrekturen, ja, sehen wir,
kann es statistisch jetzt nicht beweisen, ja, aber ich würde sagen, mindestens 70-80% Wahrscheinlichkeit, wenn der Aktienmarkt stark fällt, dass der Dollar stark steigt gegenüber dem Euro. Nutzt du das auch in deinem Trading aus? Sicherlich, ja. Konkret jetzt, was den Dollar angeht, gut, dass du es ansprichst. Wolfgang hat es vorhin auch schon angesprochen, diese saisonalen Muster. Da ist eben auch gerade eine spannende Situation. Ich habe es auf Lynx ja auch schon in den Analysen ausführlich behandelt die letzten Wochen. Da haben wir eben momentan möglicherweise eben dieses saisonale Muster im US-Dollar, das wegen einem Bilanzstichtag in den USA in den tendenziell der US-Dollar schwächer geht bis Anfang des nächsten Jahres, also jetzt bis zum 1.2. Januar, weil da eben amerikanische Unternehmen, die Tochtergesellschaften im Ausland haben, dort versuchen dann entsprechend ihre Gewinne in den USA zu schmälern und dort Geld ins Ausland zu transferieren. Dafür müssen sie den US-Dollar verkaufen. Also da ist dann mehr Angebot beim US-Dollar. Und deswegen geht er unter anderem da deswegen auch schwächer. Und das ist auch so ein ganz markantes, saisonales Muster. Das kann man sich auch aktuell ganz gut anschauen. Und vor allen Dingen in Kombination mit den Notenbanken, mit der Fed, auch letzte Woche die Sitzung. Wenn man dann sieht, okay, mögliche Zins, also nicht nur eine Zinserhöhung, sondern möglich drei Zinserhöhungen nächstes Jahr, was ja eigentlich den Dollar deutlich stärken müsste. Und der Dollar macht jetzt nicht mehr neue Hochs, sondern befindet sich da auch gerade untergeordnet in so einer möglichen Konsolidierung drin, plus das saisonalen Muster. Da finde ich es ganz spannend, dort eben solche Dinge zu kombinieren und zu sagen, okay, hey, gerade für die nächsten zwei Wochen da auf einen schwächeren US-Dollar zu setzen, beispielsweise wenn man Euro-US-Dollar long geht oder eben ein anderes Währungspaar auf einen schwachen US-Dollar setzt. Man kann auch den US-Dollar-Index handeln. Das sind spannende Dinge. Aber sicherlich, ja, also was du angesprochen hast von der Rotation oder beziehungsweise auch, wenn die Aktienmärkte schwächer gehen, dann werden halt tendenziell auch Werte gesucht, die Sicherheit und Stabilität geben. Und da beispielsweise jetzt auch Edelmetalle, Gold, die werden halt in US-Dollar gehandelt. Und dann springt da natürlich auch zusätzlich Nachfrage rein in den US-Dollar. Und deswegen geht er dann auch stärker. Mhm. Auch für die Bonds. Sorry, dass ich da mal kurz genau, noch reinhake. Bonds natürlich. Klar, logisch. Das ist das Ding mit dem Dollar. Der hat schon noch einiges an fundamentalen Rückhalt, dass er weiter long laufen kann. Weil wenn wir mal sehen, die EU ist weiter deutlich hinterher, wenn wir die Zinsniveaus in der EU mal vergleichen mit den US-Dollar. Der Dollar ist stark, die Zinsen steigen dort eher an. Das heißt, da kommen auch andere Länder hinzu, die dort sozusagen Geld in Anleihen in US-Dollar handeln. Und das drückt natürlich auch die Nachfrage nach oben. Und das sollte den Dollar schon stärken. Also ich rechne auch damit, dass wir Anfang nächsten Jahres dort eine Bewegung nach oben sehen, wenn sich auch ein bisschen weiter herausstellt, was mit dem Thema Zinserhöhung und Ähnlichem wird. Also fundamental dürfte da noch einiges gehen im Dollar. Aber technisch, wenn ich das einwerfen darf, wir sind ja hier auch so ein bisschen im Gespräch, ist der Euro-US-Dollar ja auf einem oder an einem Jahreshoch und selbst als zur FED-Entscheidung, als gesagt wurde, es gibt drei Zinsanhebungen statt nur zwei, ist eher der Euro stärker gewesen an dem FED-Tag und auch am folgenden Tag als der Dollar. Vielleicht ist das Thema auch schon alles eingepreist, oder Mike? Naja, das ist das Ding, was du gesagt hast, Andreas, das ist die Voreinpreisung gewesen. Mhm. Der Markt wusste genau das Tapering, was da kommt. Die wussten, der Markt ist davon ausgegangen, es wird um 30 Milliarden gekürzt, wir sind früher fertig. Wenn du dir die Dotplots anschaust, hat es schon eine starke Verschiebung gegeben, die Zinserhöhung. Der Markt ist davon ausgegangen, dass die Zinserhöhung nicht erst im Juni kommt, sondern wahrscheinlich schon im Mai. Und wenn du dann mal 1 und 1 zusammenzählst, hat der Markt auch gesagt, okay, wir bekommen wahrscheinlich nicht nur eine, sondern zwei, vielleicht sogar drei. Und das hat der Markt im Vorfeld schon eingepreist. Dann war die Katze aus dem Sack und dann ist es normal, dass erstmal ein Rücksetzer kommt. Ich finde es sehr, sehr spannend, was jetzt dort unten passiert. Wir sind ja vom Hoch im Dollar ein ganzes Stück zurückgekommen. Wir haben die korrektive Phase im Aufwärtstrend. Und dadurch, dass hier da unten jetzt gar nichts passiert, weder im Euro, der macht ja eine Seitwärtsphase, und im Dollar ist das schon Konsolidierung. Und keiner von uns, der hier sitzt, weiß,
in welche Richtung sich das ganze Spiel auflöst. Und das ist das, was es momentan so tricky macht. Und es ist auch so wenig Platz zwischen den Hochs und den Tiefs. Also da wird es auch kurzfristig schwer, mal einen Trade aufzusetzen. Also das ist wirklich eine Range, wo man echt, wenn man jetzt kauft, die Katze im Sack kauft. Und wenn man verkauft, ja, vielleicht etwas verkauft hat, wo man sich am Ende sagt, hätte ich das mal lieber nicht getan. Also spannend. Aber das bringt dann auch ganz andere Strategien vielleicht nochmal mit sich, wie so Ausbruchsstrategien, wenn die Volatilität niedrig ist und sich die Schwankungsamplituden, wie man so schön sagt, zusammenzieht. Dann kommt die Volatilität, ja, die kann man dann ja nutzen, wenn sie mal ausbricht, um bestimmte Zertifikate beispielsweise auf so ein Währungspaar zu handeln. Genau. Oder halt selbst Strategien anzuwenden, die genau für dieses Range-Trading halt gut funktionieren, wo man dann entsprechend halt Gewinnziele nicht irgendwo über den nächsten oder unter dem nächsten Verlaufshoch setzt, sondern in dieser Range halt irgendwo ansetzt. Ja, ja, von unten also, nach oben und von oben nach unten. Genau. Wir haben ja auch aktuell einen sehr, sehr schönen Abwärtstrendkanal, auch im Wochenchart, ne? Euro-US-Dollar seit Mai. Und ja. Also wenn man sich das aktuell anschaut, so eine kurzfristige Rallye in Richtung 1,14, 1,1450 herum, das kann schon mal passieren und kann man sich auch dort und da mal ein bisschen positionieren. Bevor ich dann noch zu dem Wolfgang rübergehe, vielleicht auch eine Frage nochmal an dich, Andi, zurück in den Rohstoffbereich. Was sehr, sehr viele vielleicht momentan nicht ganz verstehen. Wir reden auf der ganzen Welt über das Thema Inflation und eigentlich Aktienmarkt momentan auch brutal uninteressant seit 2-3 Wochen. Normalerweise geht ja so der Otto-Normalverbraucher davon aus, Flucht in Richtung Sicherheit, da müsste ja Gold und Silber anspringen. Ja. Warum geht das einfach nicht? Ja? Gold, Silber, warum springt der Markt nicht an? Warum sind die Märkte sogar dort eher tendenziell mit den Aktienmärkten auch immer in Crash-Situationen wie voriges Jahr im März, ja, wo das ja erst gekommen ist mit Corona, warum sind die da so gewaltig mitgefallen mit den Aktienmärkten? Also von Sicherheit ist ja dort keine Rede, oder? Also damals war es sicherlich ein ganz großes Thema Liquidität. Also da musste die Masse aus Asset-Werten und rein in die Liquidität, auch wegen einem gehebelten, denke ich einfach. Und warum jetzt Gold aktuell nicht großartig anspringt und auch Silber gerade nicht großartig anspringt, kann man sich sämtliche Gründe herbeiziehen. Aber Fakt ist, und das ist eben das Spannende auch, Blick auf die Technik, Blick auf den Markt selber, auf das Angebot und Nachfrage. Und aktuell ist einfach das Angebot höher wie die Nachfrage. Punkt aus, basta. Und deswegen fällt der Preis oder beziehungsweise steigt er nicht. Die Gründe dahinter, da gibt es viel, also wo möchte man da anfangen? Ich blicke da einfach auf, klar, die fundamentalen Rahmenbedingungen, logisch, aber ansonsten schaue ich mir halt den Preis an, das Volumen an und das verrät mir eigentlich alles, was ich wissen muss für meinen Handel. That's the game, ja. Also kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Ne? Fernseher ausschalten, NTV wegschalten, CNBC wegschalten, nur unseren Podcast einschalten, bringt mehr. Tradet nicht die Nachrichten, tradet nicht das, wo ihr glaubt, das müsste jetzt vernünftig sein, sondern tradet das, was ihr seht. Ne? Liquidität, wo ist Nachfrage, wo ist Angebot, wo geht das Geld rein? Das ist das Einzige, was den Leuten interessiert. Ne? Und wenn man auf Fundamentaldaten geht und wenn man sich die Wall Street anschaut im vorigen Jahr, also auch heuer, das hat mit Fundamentaldaten nichts mehr zu tun. Ja? Kein Mensch kann uns erklären, warum die Börse sich verdoppelt während einer Pandemie. Macht fundamental absolut null Sinn. Es ist einfach Liquidität. Liquidität ist da, die muss irgendwo hingehen und that's the game. Ja? Und das ist das Einzige, worauf wir schauen. Wolfgang, sehr, sehr interessant ist ja jetzt vor allem auch das Thema Jahresende und wir haben ja jetzt Jahresende vor allem einen sehr, sehr klaren und saisonalen Effekt und da bist ja du der Profi, der auf uns zukommt. Ja. Was passiert Ende des Jahres mit gerade den geprügelten Aktien oder mit den Gewinneraktien? Gibt es da saisonale Effekte? Und es gibt ja dann auch noch den sogenannten Januar-Effekt, da kannst du uns sicherlich auch ein bisschen was dazu sagen. Ja, also aus meiner Sicht zwei Themen. Das eine haben wir schon gehabt da. Natürlich werden die Verliereraktien aus den Portfolios bezüglich Windowdressing und Co. entfernt. Umgekehrt gilt es aber auch, die Jahresperformance zu sichern. Das heißt, es ist vielleicht auch nicht ungewöhnlich, dass da Titel entfernt werden, auf die man jetzt gar nicht so denkt oder die man jetzt nicht so im Fokus hat und sich die Frage stellt, warum eigentlich? Die sind ja gut gelaufen. Ja, genau aus dem Grund, weil natürlich auch die Jahresperformance zu sichern ist. Bezüglich Januar-Effekt, die ersten
ich glaube, es sind ungefähr die ersten 5 Tage, da gibt es auch so Strategien. Wenn die positiv sind in einem Jahr, dann kann man davon ausgehen, dass einfach das ganze Jahr positiv ist. Das ist auch so eine statistische Möglichkeit, wie man da herangehen kann. Was wir zum Beispiel im Alpha-Trader auch letzte Woche als Videobeitrag gehabt haben, Thema bezüglich Qualitätsaktien. Warum Qualitätsaktien? Weil natürlich, das Thema hat der Andreas vorher auch schon angesprochen gehabt, die Werte, die was schon um 70-80% gefallen sind, das sind sicherlich teilweise bei privaten Aktien, die sie teilweise lieben, am Schirm haben. Früher war das auch oft der Daimler, denke ich einmal. Da hat man gesagt, das kennt man, das ist Qualität, das kauft man, hat aber lange Zeit nicht wirklich gut funktioniert. Und wenn man jetzt aber die Aktien zum Beispiel gerade in dieser Situation jetzt, wo der Markt eh dementsprechend volatil ist und ich will mich nicht beschäftigen oder ich bin in Cash, dann habe ich eigentlich Zeit, dass ich mein Research betreibe. Und da eignet sich natürlich einmal Tools, dass ich einmal überhaupt schaue, was sind Qualitätsaktien? Welche Aktien machen genau das, wie es der Andreas genannt hat? Welche kann ich bei minus 10, minus 20, minus 30%, je nachdem, wie volatil diese Titel sind, kaufen? Und von welcher lasse ich die Finger weg? Ein gutes Beispiel von einer High-Performance-Aktie, die mittlerweile im DAX ist, das ist die Sartorius. Die Sartorius Vorzugsaktie, die macht in den letzten 10 Jahren pro Jahr 50% Performance. Diese hat man in der Vergangenheit bei diesen 30% Rücksetzern gut einsammeln können. Es gibt aber andere Werte, da macht man das nicht. Da ist einfach der langfristige Trend nicht da. Und wenn der langfristige Trend nicht da ist, dann lässt man da die Finger davon. Und sehr oft sind diese Aktien über Qualitätsfilter herauszufiltern, dass ich sage, was ist eigentlich eine Qualitätsaktie? Teilweise sind es Blue Chips, muss aber nicht sein. Und auf diese Aktien kann ich nachher dieses System auch anwenden. Von anderen Aktien sollte ich aber die Finger weglassen, wenn die in Qualitätsrankings ganz unten sind, dann spiegelt sich das meiste im Chart wieder. Ja, vielleicht auch ganz kurz zum Thema Qualität. Was macht die Qualität einer guten Aktie wirklich aus? Es sind im Endeffekt sind es 2 Punkte. Das eine ist relative Stärke. Das ist zum Beispiel etwas, was wir auch sehr stark verwenden. Übrigens auch für alle, die bei Ratgebergeld mit dabei sind, hilfreiche Tools. Da habe ich euch ein Video dazu hochgeladen. Wie könnt ihr in TC 2000 ganz einfach nach relativer Stärke suchen? Relative Stärke ist einfach nur die Outperformance zu einem Index. Ja, also das sind die Qualitätsaktien zum einen aus technischer Sicht und fundamental natürlich Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ja. Also es sind immer die Leader, die das größte Wachstum haben. Also fundamental und charttechnisch gehört da einfach zusammen. Was wir aber häufig eben auch sehen, zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt gerade so Aktien anschaut wie eine Roku oder sonst was, häufig ist es auch so, dass sehr, sehr viele Privatanleger nicht verstehen, warum Aktien dann auf einmal so gewaltig fallen, obwohl die Fundamentaldaten der Vergangenheit so gut waren. Es passiert eben auch häufig so, dass die Fundamentaldaten dem Chart folgen. Klingt komisch, ist aber so. Es sind sehr viele Fonds dabei, sehr, sehr viele institutionelle Investoren. Und die wissen natürlich auch größtenteils, dass sich Fundamentaldaten vielleicht dort einfach in naher Zukunft auch verschlechtern werden. Ja, und aber häufig zeigt das eben der Chart schon im Vorhinein an, dass also vielleicht das Wachstum, was wir in der Vergangenheit gehabt haben, in Zukunft eben nicht mehr da ist. Abschließend, weil wir sind ja schon fast bei einer... Oder Andreas, du wolltest noch was sagen, sorry. Ja, ich wollte noch eins nachreichen, dass man ja bei all der Chart-Analyse und all den Tools, die wir hier immer wieder erörtern, oftmals, wie Rockefeller sagte, vielleicht lieber einen Tag sich mal Zeit nimmt, um zu reflektieren und nachzudenken, was könnte denn der nächste Trend oder der nächste Bedarf sein, als den ganzen Monat für das Geld zu arbeiten. Ja, so ähnlich hat er es gesagt. Ja. Und dem möchte ich mich anschließen und vielleicht nochmal die Bresche brechen oder wie sagt man so schön, Aufmerksamkeit erregen auf Unternehmen, die in der Corona-Pandemie auch sehr gut verdient haben und die das Geld nutzen, um zu investieren. Also eine Amazon ist zum Beispiel so ins Hintertreffen geraten, ist aber jetzt nicht der Buchhändler von nebenan, der irgendwas anliefert für unser Weihnachten, sondern die haben eben mit ihrem Cloud-Service ein Riesen-Business und noch ganz viele andere, Amazon Music, Twitch, was es nicht alles gibt, NFL-Rechte in den USA und so weiter. Also die haben ganz viele andere Standbeine, wo noch was Größeres entstehen kann für den nächsten Trend im selben Unternehmen. Oder die BioNTech, die ja auch sehr volatil ist, die aber viele jetzt nur in Verbindung mit Corona sehen. Aber die haben im letzten Quartal über 3 Milliarden Gewinn gemacht. Was machen die damit? Es gibt kein anderes Unternehmen in dem Sektor,
das 3 Milliarden im Quartal zur Verfügung hat für Forschung. Die arbeiten an der mRNA-Forschung in Richtung Hautkrebsheilung. Da gibt es schon erste Teststudien. Ja, in der ersten Station, also gibt es ja immer diese drei Stationen, die Studie durchlaufen muss, bevor es eine Zulassung gibt. Wenn da so ein nächster Bang kommt, dann sind solche Unternehmen dann auch sehr, sehr gut aufgestellt. Und dann sind sie auf einmal gar nicht mehr teuer, weil ja dann die zukünftigen möglichen Erträge abgezinst werden auf die aktuelle Bewertung. Und vielleicht sollte man sich das über die Feiertage vielleicht mal genauer anschauen. Und da gibt es noch viel, viel mehr. Ich habe jetzt nur zwei genannt, eins mit A, eins mit B. Die anderen Alphabetbuchstaben gehen wir ein andermal durch. Da gibt es wahnsinnig viel, ja. Abschließend auch jetzt noch einmal direkt die Frage und gleiche Frage auch an jeden hier in der Runde. Ich möchte das Thema vielleicht einmal so einleiten. Wir haben ja an der Börse drei Arten von Trader, so würde ich das einmal tendenziell zusammenfassen. Trader Nummer eins ist der, der seit, ich würde sagen, 1 bis 3 Jahren im Markt ist. Ja, 1 bis 3 Jahre, von mir aus 4 Jahre plus minus, nehme ich da nicht jetzt wirklich so genau ran. Das sind die Trader, die traden einfach, ja, haben wenig Strategien, kaufen, halten, liegen lassen, ist so meistens dort so die Hauptstrategie. Und die Equity-Kurve von diesen Tradern, die sieht halt so aus, dass die hier und da mal steil nach oben geht. Aber gerade zum Beispiel, weil wir jetzt gerade auch bei diesem Thema ja sind, in Korrekturphasen verlieren die immer mehr als das, was sie zuvor gewonnen haben. Das ist immer der Trader 1. Ja. Der Trader 2 ist der, der sagt, okay, es gehört auch ein bisschen mehr dazu, als wir nur kaufen, halten, liegen lassen, denn ich muss es ja auch schaffen, mit meinen Verlusten hauszuhalten. Ja. Sprich, der Trader Nummer 2 ist eigentlich der, der macht schon konstant Gewinne, macht aber natürlich auch seine Verluste, auch in Korrekturphasen noch seine Fehler. Aber ich würde sagen, diese Stufe 2 ist ja eigentlich schon der Trader, der es wirklich nachhaltig geschafft hat, einfach mal neutral zu sein, nicht mehr nachhaltig Geld zu verlieren. Und was sehr, sehr viele, die uns vielleicht auch jetzt zusehen, ja, noch nicht ganz vielleicht intus haben, es braucht Zeit. Man kann nicht nach 2, 3 Jahren sagen, hey, ich bin jetzt schon dort angekommen. Man muss sich weiterbilden, Strategien verändern, nachdenken, was macht man? Wir sehen hier Themenbereiche wie Distribution, wie erkenne ich Marktkorrekturen, wann kommt der Markt wieder, wie scanne ich nach Sektoren, nach führenden Aktien. Da sind so viele Teilbereiche, das dauert Jahre, bis man dort hinkommt. Das heißt, geht nicht wirklich davon aus, dass jetzt nach 1, 2 Büchern oder 1, 2 Webinaren irgendwo gleich jetzt erfolgreiche Trader sein werdet. Ja? Das heißt, gebt euch auch wirklich die Zeit dafür, das dauert. Und erst dann, wenn ich einmal diese Phase mal eingetreten habe, dass ich vielleicht mal 1, 2 Jahre konstant mein Kapital halten kann, dann bin ich vielleicht einmal in dieser finalen Stufe, wo halt wirklich nur 5 oder 10% aller Trader dazugehören. Das sind dann diejenigen, die nachhaltig Geld verdienen. Aber das dauert, wie gesagt, eben Jahre. Darum jetzt auch abschließend einmal nochmal meine Frage in die Runde. Was sind so nochmal die einfachsten Tipps und Tricks, gerade im Umgang mit Trading, wenn es darum geht, eine Marktkorrektur beginnt und eine Marktkorrektur endet? Welche Tipps würdest du in einfachen Worten, Mike, nochmal an die Community hier weitergeben? Einfache Worte. Du hast gerade beschrieben, den Prozess, bis man da hinkommt, wie viele Jahre das dauert. Und das in einfache Worte zu fassen. Na, eher mehr jetzt wirklich speziell auf das Thema Korrekturen. Weil das ist ja das, was am meisten Geld frisst. Ja? Das vernichtet ja die Portfolios von allen Anlegern. Und das ist ja das Thema heute. Wie kann man damit mit diesen Punkt umgehen? Also pass auf, ein Tipp, den ich da in diese Richtung geben kann, ist der, wo ich das selber gelernt habe. Und ich habe durch Schmerzen gelernt. Und ich habe halt gemerkt, dass auch bei den Leuten, die ich coache, Lernen durch Schmerzen häufig am erfolgreichsten ist. Weil das ist einfach ein Impact. Wenn ihr mit echtem Geld tradet, das Geld ist erstmal weg, wenn euch der Markt das wegnimmt. Und was mir damals vor vielen, vielen Jahren geholfen hat, diesen Schritt zu gehen, auch mal zu erkennen und zu entscheiden, wenn der Markt jetzt gegen mich läuft, ich etwas falsch mache. Ich bin dann in dem Moment, wo das damals so der Fall gewesen ist, da sind die Indizes langsam alle Stück für Stück umgekippt. Und ich war mit meinem Portfolio immer noch sehr, sehr hoch investiert und habe quasi zugeschaut,
was dort passiert ist. Und damals habe ich angefangen, einfach zu sagen, ich nehme jetzt einfach mal alles raus, weil ich hatte keinen grünen Titel in meinem Portfolio. Und ich habe dort gesagt, jetzt ist hier Schluss, du machst Fehler. Ich habe alles Cash gehabt und habe mich dann hingesetzt und mal überlegt, wie ich weitermachen möchte. Und dann habe ich mir angefangen zu überlegen, weil ich mal in einem Buch gelesen hatte, naja, man sollte ja in Korrekturen kaufen und die Werte, die wirklich am stärksten sind, fangen in Korrekturen an zu steigen. Und da habe ich einfach mit dem ganzen Cash, was ich gehabt habe, mich hingesetzt, habe meine Hausaufgaben gemacht und habe angefangen zu suchen, wann denn die ersten Aktien anfangen zu steigen. Und da bin ich auf diese Systematik gekommen, was ich vorhin erklärt habe, mit diesen Branchen mal zu schauen, welche Branche fängt zuerst an zu steigen. Und das, so habe ich das damals gemacht. Also eine knallharte Entscheidung zu treffen. Ich bin unter Wasser, der Markt fällt, ich bin gegen den Markt long, alles raus, meinen Fehler analysieren und dann mit dem Cash in den nächsten Aufschwung rein. Und ab dem Punkt hat sich mein Trading komplett geändert und so habe ich es gemacht, um auf die Erfolgsspur zu kommen. Genau, das wäre auch so mein wichtigstes Statement, ja, was ich weitergeben würde. Cash, Cash is King. Also wir haben ja auch auf ratgebergeld.at eine eigene Seite, die nennt sich Market Timing. Und da haben wir ganz simpel zusammengefasst, wo befindet sich der Markt? In einer Trendphase oder in einer Korrekturphase? Und sobald die Korrekturphase ist, Volatilität hoch, ja, Stop Swing Trading und Getting Cash, ja. Und jeder, der das einfach beherzigt, ja, und auch die Disziplin dazu hat, das durchzuziehen, ja, der ist schon relativ rasch von Stufe 1 auf Stufe 2, das wir also vorher hier besprochen haben, auch wirklich, ich sage so, wie es ist, die Eier in der Hose zu haben, auch mal ein paar Wochen vielleicht keinen einzigen neuen Trade zu machen. Ja. Und sehr, sehr viele glauben halt, man muss jeden Tag traden, man muss jeden Tag Geld verdienen. No ways. Also man kann auch, sofern man also nicht nur vom Trading lebt, ja, aber auch selbst dann muss man sich überlegen, möchte man in solchen Phase wirklich sehr aktiv sein oder geht man wirklich einen Schritt zurück, lasst den Markt bluten und geht dann wieder mit seinem ganzen Cash dann hinein, wenn der Markt wieder funktioniert. That's the game. Absolut. Andreas, dein abschließender Tipp, Trick, Strategie für solche Märkte? Welcher? Reden wir einfach vom Markt zum Markt. Nein, also nicht DAX, nicht DAX Day Trading, sondern welcher Andreas? Du kannst gerne auch deinen Tipp geben, wie du vielleicht deine Strategien änderst, wenn der Markt in Korrektur ist im DAX Day Trading. Sehr gerne. Ja, wie gesagt, am Anfang, so schließt sich der Kreis, ich ändere meine Strategie nicht, weil im kurzfristigen Bereich sieht man das ja sowieso nicht, wo man sich befindet. Aber um den Bogen zu Mike auch zu spannen, lernen. Und da hat jeder seine eigene Strategie und jeder entdeckt auch andere Sachen am Markt. Das ist ja auch das Schöne, wenn alle die gleichen Strategien hätten oder es gäbe nur eine, die Warren Buffett-Strategie als Beispiel und alle würden die anwenden, funktioniert es am Ende auch nicht. Und ich schwöre immer noch auf die guten alten Aufzeichnungen, hier Bull und Bär, mein Trading-Tagebuch, schon das 13., glaube ich, Kapitel, da schreibe ich wirklich noch jeden Tag ein, was mich inspiriert, was ich lerne, was ich anwenden möchte. Und da habe ich übrigens die Woche schöne Weihnachtspost gekriegt von jemandem aus dem Online-Kanal. Ich habe es noch nicht ausgepackt und der hat mir ein altes Bild mitgeschickt aus dem Jahr 2010. Wir sind ja ein geschlossener Kreis und mir ist nichts peinlich, deswegen zeige ich das. So sah ich aus 2010, so sehe ich jetzt aus. Und was uns das sagen soll, ist nicht etwa, dass ich eine gute Gesichtscreme verwende. Nein, dass ich immer noch dabei bin. Und darauf kommt es an. Also auch kurzfristige Rückschläge sollten nicht demotivieren, sondern zum Lernen anspornen, damit man langfristig an der Börse erfolgreich wird. Weißt du, was in dem Zusammenhang wirklich super lustig ist? Also diese Überschneidungen von uns allesamt ist wirklich mega. Ja. Ich habe heute am Vormittag ein neues Video gemacht, online gestellt, auch auf Ratgeber Geld, auch ein kostenloses Video für alle Abonnenten mit dem Themenbereich Trading-Tagebuch führen, wie wichtig das ist. Ja. Auch dort hinzuschreiben, was macht der Markt, was erwartet man vom Markt als nächstes mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Wie geht es mir momentan? Ja, bin ich jetzt momentan wirklich komplett fertig mit den Nerven oder ich bin wie Mike all in cash und ich sage, hey, ist mir ja komplett egal, ich bin sowas von relaxed. Auch wirklich seine Emotionen auch teilweise in dieses Trading-Tagebuch mit hineinzuschreiben und immer wieder dann, wenn eine Korrektur wieder vielleicht von neuem beginnt, rüber zu swipen, reinzuschauen ins Trading-Tagebuch, wie habe ich mich damals gefühlt, was habe ich erwartet, war ich zu übereifrig, bin ich zu schnell in den Markt gegangen, bin ich zu spät in den Markt gegangen. All das ein bisschen zu dokumentieren, ist wirklich absolut Gold wert. Ja, absolut.
Andi, deine Schlussworte für unseren heutigen Podcast. Bin sehr gespannt. Ich versuche es mal kurz und knapp zu machen und auch auf den Punkt zu bringen. Punkt 1, da draußen macht euch klar, was ihr für eine Strategie habt. Dann macht euch klar, in welchem Marktumfeld funktioniert diese Strategie. Wenn wir in einem Marktumfeld sind, wo sie nicht funktioniert, Füße stillhalten, Cash. Dazu muss ich natürlich wissen, was ist das Marktumfeld? Dazu muss ich Trend, Korrektur, Konsolidierung, Distribution, Akkumulation und so weiter halt sauber einordnen können. Die Fähigkeit muss ich haben, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann Strategie selbst nochmal. Ich muss ein klares Regelwerk haben. Ich muss klar wissen, wann gehe ich in den Markt rein, wo gehe ich entsprechend raus im Verlust und im Gewinnfall. Und dann habe ich einfach mehr Orientierung, mehr Sicherheit. Und das ist wichtig, dass ich das halt Trade für Trade halt einfach abspulen kann und mir darüber auch dann Sicherheit wiederholen kann, wenn ich auch mal Drawdown-Phasen habe, die in jeder Trading-Strategie drin sind. Also auch ein extrem wichtiges Thema. Also ich merke es ja teilweise auch immer wieder bei Leuten, die gerade frisch zum Trading kommen und dann zum Beispiel auch zu unserer Trading-Community dazukommen und dann beginnen zu traden. Und dann lernen sie halt, das ist so meine Lieblingsstrategie, aber ich wende sie auch nur an, wenn sie auch funktioniert natürlich, Thema Breakout-Trading. Ja, die lernen dann ganz genau, wie funktioniert Breakout-Trading, was sind die Parameter, lange Konsolidierungen, Breakout, wie gehe ich dann um, wo setze ich meinen Stop und so weiter. Was aber sehr, sehr viele nicht verstehen und ist genau das, was du jetzt absolut richtig und treffend auf den Punkt gebracht hast. Es gibt keinen heiligen Gral, der immer funktioniert, außer vielleicht im Daytrading, ja, wo sich die Muster jeden Tag wiederholen. Aber gerade im Swingtrading, es gibt einfach Phasen, wo gewisse Strategien gar nicht mehr funktionieren. Ja. Und sehr, sehr viele sagen dann wieder, okay, das ist jetzt alles kompletter Quatsch, das ist eine Scheißstrategie, sorry für den Ausdruck, ist ja so, ne, werden emotional und sagen, das geht nicht. Ja. Oder kaufen sich sündhaft teure Strategien irgendwo und die funktioniert eine Zeit lang und dann auf einmal nicht und sagen, ach, so ein Blödsinn. Ne. Aber sehr, sehr selten haben die auch wirklich die Erkenntnis, dass die Strategien zwar funktionieren, aber nur in bestimmten Marktfällen. Ja, sprich, habe ich einen Trend, habe ich keinen Trend, habe ich eine Korrekturphase, habe ich eine Bodenbildungsphase. Und das gilt es eben auch herauszufiltern, ja, und auch wirklich dabei zu bleiben, zu analysieren, wie du richtig gesagt hast, welcher Trend funktioniert und welche Strategie funktioniert in diesem Trend. Und auch, wie definiere ich den Trend? Also per EMA, per Trendlinie, per Markttechnik, da brauche ich ein Regelwerk, damit ich das eben reproduzieren kann, das Ganze. Tja, Wolfgang, wie definieren wir den Trend? Aktuell definieren wir den Trend wahrscheinlich so, wie Jesse Livermore das schon gesagt hat. Er hat erkannt, wann die Märkte funktionieren und wann nicht. Und er ist dann einfach fischen gegangen und wenn die Zeit zum Jagen an der Börse wieder da war, dann ist er zurückgekommen. Er hat zwar schlussendlich, glaube ich, auch sein ganzes Vermögen verloren, aber er hat es ja immer wieder geschafft, dass er hunderte Millionen macht, wenn andere die nicht gemacht haben. Und dahin kommen ist der natürlich auch nur durch das, was der Andreas vorher gehabt hat, durch eigene Aufzeichnungen, weil vor über 100 Jahren hat es nichts anderes gegeben. Ja. Da hat man sich selber in ein Buch per Hand reingeschrieben, was funktioniert nicht. Und nach dem ist man vorgegangen. Und im Endeffekt hat sich das bis heute nicht wirklich verändert. Lernen, 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 reflektieren und vielleicht ab und zu einmal die Füße stillhalten und in dem Fall vielleicht eher Skifahren gehen oder sonst irgendwas und an die Märkte zurückkehren im neuen Jahr möglicherweise. Genau so ist es. Aufzeichnen, aufzeichnen, aufzeichnen und schauen, was funktioniert. Und vielleicht auch nochmal so mein Abschlusssatz zu dem Thema. Gerade wenn man so die Charts anschaut, ja, und wenn man sich ansieht, wo die Märkte dann so drehen, hier und da genau am 50-Tage-Durchschnitt, dann am 200-Tage-Durchschnitt, dann sei es ein Fibonacci-Retracement-Level oder jetzt vielleicht dieser mögliche Doppelboden an der Nasdaq, I hope so, also ich bin gestern stark long gegangen, heute sieht es immer gut aus, jetzt einmal für diesen Bounce-Trade. Im Nachhinein sieht es an der Charts-Front immer sehr einfach aus, ja, aber welche Gefühle man gerade in dieser Phase hat, das sind so Sachen, über die beschäftigt man sich nicht, denn man sieht schon wirklich blöd aus der Wäsche, wenn man teilweise auch versucht, am Boden irgendwo zu kaufen und es vermutet, dass das jetzt passiert, ja. Und dann sieht man kurzfristig ein bisschen blöd aus der Wäsche.
und denkt sich, okay, na, eigentlich ist das ein kompletter Quatsch, den ich gerade mache und so weiter. Ne? Aber auch das immer emotional mitzuschreiben, wie hat man sich da gefühlt und wie sind die Erwartungen, war man nervös, nicht nervös, einfach ein sehr, sehr wichtiger Prozess auch. Im Nachhinein sehen die Charts immer sehr leicht aus, aber das eben auch dokumentieren, lernen und vor allem, was Wolfgang auch gesagt hat, auch in der Vergangenheit zu schauen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, ist auch tendenziell ein Tipp, den ich wirklich allen mitgeben kann. Wenn ihr irgendetwas traden wollt, egal mit welcher Strategie oder egal in welchem Markt, geht einfach in den Instrument, das ihr traden wollt, im Chart zurück. Ja, geht einfach im Daily Chart 6 Monate zurück, 12 Monate zurück, 24 Monate und schaut einfach, hat das oder würde das eigentlich funktionieren, was ihr momentan vorhabt. Ja? Und dann könnt ihr da auch schon ein bisschen so statistische Auswertungen machen, auch wenn ihr den Markt vielleicht gar nicht so getradet habt in der Vergangenheit, dann könnt ihr einfach schon mal schauen, hätte das in der Vergangenheit funktioniert? Wo hätte ich meinen Entry gemacht? Wo hätte ich meinen Stop gemacht? Wie hätte ich meine Gewinne laufen lassen können? Und daraus bilden sich dann eben durchaus einmal relativ schöne Strategien. Ja. Schönes Schlusswort. Gut, liebe Leute, Schluss für heute. Ich danke noch einmal, dass wir alle die Zeit gefunden haben, uns heute hier wieder zu finden. Ich glaube, Januar wird sehr, sehr interessant. Vielleicht dann auch Januar kann ich mir durchaus vorstellen, sehr schönes Thema wäre. Jeder kann so ein bisschen seinen Senf zu den verschiedensten Märkten geben. Was sind so die Erwartungen? Was sind vielleicht die neuen Trends? Gibt es, Mike, ja, vielleicht schon neue Branchen, die jetzt gerade wieder nach oben schießen? So ein bisschen den Start ins neue Jahr, vielleicht aktuell wieder ins Thema greifend. Wo könnten sich saisonale neue Trends bilden und so weiter. Ich glaube, das könnte unsere Zuseher dann wieder interessieren, wird auf alle Fälle sehr, sehr spannend werden. Ja, und in diesem Sinne, nutzt die Zeit, um euch vielleicht in den nächsten 1-2 etwas geruhsameren Wochen, wo auch weniger Liquidität im Markt ist, ein bisschen mal vielleicht runterkommen, ein bisschen wieder Strategien anschauen, vielleicht wieder ein bisschen Trading-Tagebuch auffeilen und so weiter. Sind auch immer wieder so, also ich habe es mir auch vorgenommen, jeden Tag wieder 1-2 Stunden Webinare, Bücher lesen etc., auch von anderen Tradern. Es gibt so viele schöne Ideen, die man dort und da auch ins eigene Trading mit einbauen kann. Ein guter Trader hört nie auf zu lernen. Ist so. In diesem Sinne, wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder 2022. Genau, ciao, ciao. Bleibt gesund. Bye, bye. Ciao, schöne Feiertage. Schöne Feiertage, tschüss. Schönes neues Jahr.